Einen recht schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Literaturfreunde, liebe Freunde der Keusch-Stiftung, die wir heute ganz besonders begrüßen. Herr Dr. Keu ist hier, wird auch gleich ein paar Worte an Sie richten und ich finde es wunderbar, dass wir hier diese Veranstaltung durchführen können. Ich möchte noch begrüßen Herrn Javadian und dann Stefan Weidner. Und Herrn Stefan Weidner, der für die Textauswahl und für die Einführungen zuständig ist. Und natürlich unseren Vorleser Helge Heinold. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Abend. Sie werden großartige Texte hören. Und ja, ich bin gespannt, wie es Ihnen gefällt. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. So, und jetzt Herr Dr. Keu, der Stifter der Stiftung, ja. Das ist blöd, aber es ist. Ja. Meine Damen und Herren, mein Name ist Hasan Khoi, ich bin Neurologe. Ich habe die Dr. Sargar Khoi Stiftung im Dezember 2022 gegründet. Da ich wenig Deutsch spreche, werde Herr Orhan Javadian über die Entstehung und Ziele der Stiftung einige weitere Sätze sagen. زندگی صحنه یکتایی همرنگی ماست. هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود، صحنه پیوسته به جاست. خرمان نغمه که مردم بسپارند به یاد. Gut, dann bin ich dran. Ja, erstmal guten Abend. Ich sage einfach weiter, was für Dr. Khoi ja anstrengend war, weil er spricht ja kein Deutsch. Aber heute hat er darauf bestanden, dass er Deutsch spricht. Okay. Ja. Also, die Gründung der ZKH-Stiftung war eine Idee meiner Frau. Also, ich lese jetzt den Namen von Dr. Khoi. Ne? Die Gründung der ZKH-Stiftung war eine Idee meiner Frau, Giti Sargar. Wir haben 45 Jahre zusammen gelebt und sie starb leider vor 3 Jahren. Sie ist in Teheran geboren. Nach der Abitur hat sie an der Universität Bonn Medizin studiert. Sie schrieb ihre Doktorarbeit über den berühmten Arzt und Philosoph Avicenna oder Ibn Sina. Sie hatte dann mit der Universität Bonn wissenschaftlich zusammengearbeitet und dann lebte und arbeitete sie in Teheran und in Deutschland. Deutschland sozusagen war ihre Wahlheimat. Die Gründung dieser Stiftung war der größte Wunsch meiner Frau und das wurde dann im Jahr 2022, Dezember, dann gegründet. Die Ziele der Stiftung, kurz zusammengefasst, was auch in der Satzung festgelegt ist, ist als allererste die Völkerverständigung, insbesondere zwischen der iranischen und der deutschen Bevölkerung. Eines der wichtigsten Mittel zur Erreichung dieses Zieles ist die Durchführung von Literatur- und Kunstabenden. Ein zweites großes Ziel ist Beitrag zur Verwirklichung der globalen Menschenrechte. Und dritten ist, helfen, Umwelt und Natur zu schützen. Der Dr. Heu macht mit der Stiftung Projekte in Deutschland und im Iran, auch im Naturschutz, vor einen Nationalpark eventuell zu gründen und so weiter. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank an alle, die gekommen sind. So, jetzt habe ich es noch mal ein bisschen spannend gemacht.
Guten Abend meinerseits. Mein Name ist Stefan Weidner. Ich darf diese Reihe oder habe diese Reihe kuratiert und kuratiere sie weiter. Ich danke dem Stifter, der heute persönlich anwesend ist. Das konnte er beim ersten Mal nicht sein, als wir über Hafez Shirazi gesprochen haben. Heute Abend sprechen wir über einen ebenso großen Dichter, sogar ein Dichter, der noch mehr geschrieben hat. Nezami heißt er. Er ist auf Deutsch nicht ganz so sehr bekannt wie Hafez Shirazi, der ja vor allen Dingen durch den westöstlichen Divan von Goethe bekannt geworden ist. Und auch Nezami war Goethe bekannt. Allerdings gab es damals nicht, wie von Hafez, viele Übersetzungen. Hafez war Goethe sehr vertraut, weil Hammer Purgstall, der große österreichische Orientalist, den gesamten Diwan, also die sämtlichen Gedichte von Hafez, übersetzt hat. Und dadurch konnte Goethe also direkt inspiriert werden. Aber Hammer Purgstall, dieser Orientalist, hat noch viele andere orientalische, arabische, persische und türkische Dichter und Literaturschaffende bekannt gemacht in anderen Werken. Und dazu zählte, wenn auch nur in kleinen Auszügen, Nezami. Und es war jedenfalls so viel, zumal er auch darüber geschrieben hat, dass Goethe verstanden hat, dass Nezami ein großer Dichter ist. Und ich möchte Ihnen mal vorlesen, was Goethe zu Nezami gesagt hat, damit Sie meinem Urteil und unserem Urteil, dem Urteil der Iranerinnen und Iraner, die hier vertreten sind, die das natürlich wissen, damit Sie diesem Urteil auch vertrauen können, will ich doch mal Ihnen vorlesen, was Goethe denn gesagt hat zu Nezami. Ein zarter, hochbegabter Geist, der, wenn Firdausi, das ist ein großer Epiker, der vor Nezami gearbeitet hat, wenn Firdausi die sämtlichen Heldenüberlieferungen erschöpfte, nunmehr die lieblichsten Wechselwirkungen innigster Liebe zum Stoffe seiner Gedichte wählt. Mejnun und Leila, Chosrau und Shirin, Liebespaare führt er vor. Durch Ahndung, Geschick, Natur, Gewohnheit, Neigung, Leidenschaft füreinander bestimmt, sich entschieden gewogen, dann aber durch Grille, Eigensinn, Zufall, Nötigung und Zwang getrennt. Ebenso wunderlich, wieder zusammengeführt und am Ende doch wieder auf eine oder die andere Weise weggerissen und geschieden. Aus diesen Stoffen und ihrer Behandlung erwächst die Erregung einer ideellen Sehnsucht. Befriedigung finden wir nirgends. Die Anmut ist groß, die Mannigfaltigkeit unendlich. Auch in seinen anderen unmittelbar moralischem Zweck gewidmeten Gedichten atmet gleiche liebenswürdige Klarheit. Was auch dem Menschen Zweideutiges begegnen mag, führt er jederzeit wieder ans Praktische heran und findet in einem sittlichen Tun allen Rätseln die beste Auflösung. Übrigens führte er seinem ruhigen Geschäft gemäß ein ruhiges Leben unter den Seldschukiden und wird in seiner Heimatstadt Ganche begraben. Das ist die Kurzversion von Goethe. Sie werden sehen, Goethe hat recht mit allem, was er sagt, aber wir werden das natürlich ein bisschen vertiefen müssen und wollen. Sein Name ist Jamaleddin Abu Muhammad Ilyas ibn Yusuf. Auch das Diese Namen können Sie übersetzen, wenn Sie wollen. Dann haben Sie die Zierde der Religion, Vater von Mohammed, Elias, Sohn von Josef und dann Nezami. Und auch Nezami können Sie übersetzen. Dann kommt so etwas heraus wie die schöne Ordnung oder die Harmonie. Das wäre die Übersetzung dieses Namens. Und das passt auch zu seinem Werk. Und schließlich hat er noch den Beinamen Ganjawi, genau wie Hafez. Hafez heißt ja im Grunde auch nur ein Ehrenname, was so viel heißt wie jemand, der den Koran auswendig kann. Hafez hat den Namen Shirazi, also er kommt aus der Stadt Shiraz in Iran. Und Nezami hat den Beinamen Ganjawi, weil er aus Ganja kommt. So, Ganja liegt allerdings nicht im heutigen Iran, sondern im heutigen Aserbaidschan. Da sage ich gleich noch ein bisschen was zu. Geboren wurde er 1141 eben dort in Ganja. Gestorben ist er 1209, hat also gut 60 Jahre, fast 70 Jahre gelebt. Er hatte eine iranisch-kurdische Mutter, aber
relativ früh verwaist. Aber er wird wohl zu einer Art von Bildungsbürgertum gehört haben, denn er hat offenbar eine sehr gute Ausbildung genossen. Er kann natürlich nicht nur hervorragend Farsi, er wird mit Sicherheit auch Arabisch gekonnt haben, er wird mit Sicherheit auch die lokalen Sprachen gesprochen haben, vielleicht eine Turksprache, die in seiner Heimat gesprochen wurde, vielleicht auch Kurdisch von seiner Mutter. Und er verließ seine Heimatstadt Ganja nur einmal in seinem Leben, um einen Fürsten zu treffen, der ihm für sein erstes Werk ein Dorf geschenkt hat. Und der verlangte ihn nun zu sprechen, er soll da mal hingehen. Nizami nahm eine weite Reise, mehrere Wochen wohl in Anspruch, um sich mit ihm zu treffen. Und dann traf er bei einem Gelage ein, was er als ruhiger und sehr moralisch gesinnter Mann verabscheut hat, sich ein bisschen zurückgezogen hat. Und dann fragte ihn der Fürst, und wie hat dir das Dorf oder wie gefällt dir das Dorf, das ich dir geschenkt habe? Und er war in einer großen Verlegenheit, denn er hat dieses Dorf nie erhalten. Man hat ihm darüber nichts gesagt. Und das war eine doppelte Verlegenheit. Nicht nur hat er dieses Geschenk nicht bekommen gehabt, sondern er musste ja dann dem Fürsten auch sagen, tut mir leid, das ist nie angekommen. Mit anderen Worten, er musste sich beschweren. Und er kam natürlich dadurch in eine Zwangslage. Aber das hat sich irgendwie geregelt, wahrscheinlich, indem er sein nächstes Werk geschrieben hat. Wichtig ist noch für seine Philosophie und sein Schreiben und sein Leben, dass er vermutlich einer Handwerkergilde angehörig war, einer Art Freimaurer, die den Namen Achis tragen. Achis bedeutet praktisch Bruder, ist eine Bruderschaft. Und man könnte sie als mystisch und sozialreformerisch bezeichnen. Also Menschen, die sozusagen für für die Bevölkerung praktisch eingetreten sind und auch schon manchmal die Bevölkerung gegen die Herrscher, die vielleicht mal übergriffig wurden, verteidigt haben. Er war mehrmals verheiratet, das lag aber daran, dass seine Frauen immer wieder gestorben sind, oft im Kindbett. Berühmt ist seine Frau, über die hat er viel geschrieben, eine Sklavin, die er geschenkt bekommen hat, auch für seine Werke, mit dem Namen Apak oder Afak, was so viel wie Schneeweiß ist. Und der hatte sich, hat sie als Sklavin sozusagen, als Haremsdame geschenkt bekommen und hat sich dann sehr in sie verliebt und sie auch offiziell geheiratet. Und das war die Mutter seines Sohnes Mohammed. Das alles wissen wir. Wir wissen eigentlich gar nicht so viel über ihn, aber das, was wir über ihn wissen, wissen wir aus seinen Werken selber, weil er immer auch über sich und die Bedingungen seiner Werke gesprochen hat. Und es sind 5 große Werke von ihm überliefert, also eine Art Quintett oder Pentalogie könnte man das nennen. Und auf Arabisch Farsi heißt das Ganze Chemse. Das ist bekannt. Wir haben hier ein Buch. Darf ich das mal kurz ausleihen? Das ist also der gesammelte Nizami in einer sehr kompakten, wunderschönen Dünndruckausgabe mit, gucke ich mal gerade hier, ja, knapp 1500 Seiten, eng bedruckt. Sie sehen also, das ist, wenn Sie das bei uns drucken würden, hätten Sie da mindestens 3-4 dicke Dünndruckbände. Und das Besondere an Nizami ist nun, dass er anders als Hafiz ein Epiker war. Das heißt, er hat Erzählliteratur geschrieben, aber Versepik. Das heißt, seine Epik ist in Versen, wie wir das kennen, aus der römisch-griechischen Antike natürlich, Homer, Vergil zum Beispiel, und natürlich aus der mittelalterlichen Versepik, wie wir sie im Mittelhochdeutschen kennen oder im Französischen. Da kennen wir das. Und genau dasselbe, das war auch dieselbe Zeit, dieses Mittelalter, da hat Nizami diese Versepik geschrieben. Und es sind immer zwei Teile der Verse reimen sich. Also es sind praktisch immer Paarreime, hat er das geschrieben. Es hat auch immer ein festes Metrum. Er hat also einen sehr starken Rhythmus, ist wirklich intensiv verdichtet, was die Sache für heutige iranische Leser nicht unbedingt leicht macht. Man muss gebildet sein oder beziehungsweise sich vornehmen, das zu lesen, also wirklich zu studieren. Nicht anders, wie wenn wir die richtig alte Literatur auf Deutsch lesen wollen. Und das Besondere ist also, er ist ein Epiker, er ist kein Dichter.
in dem Sinne, dass er nur Gedichte, nur Lyrik schreiben würde. Und die Stoffe, die er aufgreift, sind eigentlich Stoffe aus der iranischen Geschichte. Und er ist da in den Fußstapfen von diesem Ferdowsi, den Goethe eben genannt hat, der das sogenannte Königsbuch, das Shahnameh, geschrieben hat. Das war sozusagen der Beginn der klassischen iranischen Versepik. Das ist sozusagen das Werk, auf die sich, auf dem die ganze Neupersisch, also iranische Literatur seit der Übernahme des Islams, seit die Araber Teile des Irans beherrscht haben, seit dieser Zeit beginnt das Neupersische und da hat Ferdowsi sozusagen das grundlegende Werk geschrieben, leider auf Deutsch nie vollständig übersetzt, aber mit einem wahnsinnigen, riesigen Schatz von Geschichten, der bis sozusagen in die mythische Vergangenheit Irans zurückgeht, aber teilweise auch die geschichtliche, sozusagen bis, ja, bis an die Grenzen der noch bekannten Geschichte hinanreicht. Und aus diesen Stoffen bedient sich dann auch Nesami, aber er macht natürlich etwas ganz Eigenes damit. Er dichtet das alles völlig neu und So haben wir also diese fünf Werke, ich möchte sie Ihnen mal kurz nennen. Vier sind davon nämlich ins Deutsche übersetzt und eins sogar zweimal. Das erste ist leider nicht übersetzt, das sind kürzere Erzählungen, Schatzkammer der Geheimnisse, Mahzan al-Asrar auf Farsi. Das ist ein Traktat in Versen zu verschiedenen ethisch-philosophischen Themen. Das sind sozusagen kleine Miniaturgeschichten, noch nicht das große überspannende, umspannende Epos. Das nächste Werk von ihm ist aber schon ein solches, Chosrau und Shirin. Und schon Chosrau, der Name spielt auf einen dieser iranischen Könige an, die tatsächlich in historischer Zeit noch gelebt haben. Aber es hat nicht den Anspruch, wahre Geschichte nachzuerzählen, sondern es wird mystifiziert, aber auch mythifiziert. Es wird ein Mythos, eine Legende daraus. Und es ist ein romantisch-höfisches Epos. Es ist, Sie sehen ja schon, ein Mann und eine Frau. Shirin ist ein Frauenname. Das heißt im Grunde, die Süße ist eine Liebesgeschichte, die tragisch endet. Und dieses Buch ist tatsächlich auch ins Deutsche übersetzt worden von Johann Christoph Bürgel, einem unserer großen Orientalisten. Ich habe ihn auch vielfach oft kennengelernt, oft getroffen. Er lebt noch, ist mittlerweile schon etwas älter, Jahrgang 1931. Aber er hat wirklich das Verdienst, dass er drei von Nesamis Epen ins Deutsche gebracht hat. Ein sehr schönes Deutsch. Wir werden auch gleich davon etwas hören. Chosrau und Shirin hören wir aber nicht. Das ist sozusagen das Werk, mit dem Nesami eigentlich berühmt wurde. Leider war klar, also er schreibt eine Liebesgeschichte. Sie spielt am iranischen Hof. Also er baut auf diese Tradition der iranischen Herrscher auf. Und damit konnten sich natürlich die Herrscher seiner Zeit, die Herrscher zu Nesamis Zeit, selber gut identifizieren. Und am Ende war es natürlich auch ein Werk für den Hof. Es war ein Werk der höfischen Kultur. Man musste schon eine gewisse Grundbildung haben, um das genießen zu können. Und das konnten tatsächlich sozusagen ja nur die Adligen eigentlich. Es war eine Literatur für Adlige. Und das war natürlich insofern auch aus seiner Perspektive sinnvoll, weil das die große literarische Tradition war. Einerseits, andererseits waren das natürlich auch die Menschen, die ihn dann für diese Werke belohnen konnten. Ja, also er erhielt dann größere Geldsummen oder wie gesagt manchmal ein Dorf oder vielleicht auch eine schöne Sklavin. Das waren die Belohnungen, die man damals als Poet bekam, wenn man erfolgreich war. Es war wohl nicht so, dass er damit in Saus und Braus gelebt hat, aber er kam wohl irgendwie zu Recht. Das nächste Epos, da werden wir dann gleich auch was draus hören, heißt Leila und Majnun auf Deutsch. Das wurde 1188 geschrieben und es ist übersetzt von Rudolf Gelbke, auch einer der großen Vermittler iranischer Literatur, leider sehr früh gestorben. Ich glaube, um 1920 geboren, aber schon Mitte der 70er Jahre gestorben. Und wie wir gleich hören, Rudolf Gelbke, der Christoph Bürgel, der schreibt manchmal, übersetzt manchmal in Prosa, manchmal in Versen. Das zweite Lesestück, was wir hören, ist eine Übersetzung in Versen. Das kommt dem Original etwas näher, was die Form betrifft. Der Rudolf Gelbke, der macht was anderes. Der erzählt die Sachen, er übersetzt fast weniger, er erzählt die Sachen nach. Ja?
Da denkt man, ja, ist nicht ganz so seriös, okay. Aber es ist sehr eingängig. Es ist sehr eingängig. Also diese, da ist die sehr genauen Prosa-Übersetzung von dem Johann Christoph Bürgel. Und sowieso seine Versübersetzungen sind, also man kann sie wunderbar lesen, es ist eine warme Empfehlung dafür, aber sie sind, also man muss schon so ein bisschen, also es ist jetzt, man muss ein bisschen reinkommen. Und der Rudolf Gelbke erzählt diese Geschichten nach, als wären es eigentlich Märchen, ja, aus 1001 Nacht. Und das funktioniert, wie Sie gleich auch hören werden, ganz hervorragend. Denn die Geschichten, die Nesame hat, sind, haben diese archaische, haben eigentlich diese archaische Wucht und haben sowas Archetypisches, dass man sie wirklich wie Märchen lesen und verstehen kann. Also sie sind unmittelbar verständlich und haben gleichzeitig so eine Tiefendimension, die sehr schwer auszuloten, die oft gar nicht so klar ist, aber die wird schon immer klar, wenn man das einfach nur so nacherzählt, wie der Rudolf Gelbke das macht. Und das hat er auch bei dem nächsten Werk gemacht, dem vierten, von Nesami. Das heißt Haftpaikar, was im Grunde heißt sieben Bilder. Es geht auf Deutsch, heißt das Buch Die sieben Geschichten der sieben Prinzessinnen. Ich glaube, wir haben es auch auf Deutsch hier, oder? Ja. Oder Leila und Majnun. Es gibt es jedenfalls auf Deutsch. Da werde ich gleich noch was zu sagen, denn auch das wird uns Helge Honnold vorlesen. Das Besondere da ist, davon gibt es jetzt tatsächlich zwei Übersetzungen. Da gibt es einmal diese Übersetzung von dem Rudolf Gelbke, die so ein bisschen nacherzählt. Und dann gibt es diese Übersetzung von Johann Christoph Bürgel in Versen. Also da kann man das wunderbar vergleichen. Und es hat den Vorteil, dass der Gelbke natürlich viel kürzt. Der hat praktisch die ganze Rahmenerzählung gekürzt, wo es um einen König Bahram geht, der, das erzähle ich Ihnen gleich. Sonst haben Sie das wieder vergessen. Ich erzähle Ihnen das gleich. Jedenfalls haben wir davon zwei Übersetzungen, was ganz toll ist. Und schließlich das dickste Werk, daraus werden wir aber noch einen ganz kleinen Ausschnitt am Schluss hören, ist das Alexanderbuch. Da wundern Sie sich, das Alexanderbuch. Ja, es geht um Alexander den Großen, denn auch für die islamische Welt und für den Iran sowieso ist Alexander natürlich eine sehr bekannte Gestalt. Er ist ja schließlich durchgezogen als Eroberer durch diese Länder. Und er kommt auch im Koran vor, wird im Koran nebenbei erwähnt. Und es gibt schon im Griechischen gab es immer schon die Alexander-Epen. Also es gab viele Erzählungen, Berichte über Alexander und schließlich auch eine richtige Epik, die sich Alexander widmet. Und davon sind offenbar Nachrichten oder teilweise auch Übersetzungen, vielleicht mündliche Übersetzungen, in die islamische Welt gelangt, in den persischen Sprachraum. Und Nesami und später noch andere hat diesen Stoff aufgegriffen und zu einer großen Parabel über einen zunächst sehr erfolgreichen Herrscher geschrieben, der dann auf der Suche nach dem Lebenswasser ist, das ewige Leben sich erhofft, also sozusagen hofft, in der Welt bleiben zu können. Er ist in der Welt erfolgreich und will natürlich seinen Status behalten und es gelingt ihm nicht. Und dann kommt die große Wende, das ist der zweite Teil des Epos, dann wird er zu einem Philosophen. Ja, er wird zu einem Philosophen und einem Mystiker und einem Gottsucher. Und als Mystiker und Gottsucher spricht Alexander unter anderem, das ist ja tatsächlich auch historisch so gewesen, mit Aristoteles. Ja, Aristoteles war ja der Lehrer von Alexander dem Großen. Und auch diese Geschichte kommt bei Nesami wieder vor. Auch Platon kommt drin vor, auch Sokrates kommt vor. Mit anderen Worten, die ganze antike Philosophiegeschichte ist in diesem Buch auf Farsi in Versen aufbewahrt. Und das ist natürlich ganz großartig. Und es sagt auch, das ist ja ein bisschen auch das, was wir hier machen wollen, dass diese Literaturen, Literaturgeschichten und auch Philosophien und Philosophiegeschichten zusammenhängen. Ja? Das sind nicht zwei getrennte Welten, die nichts miteinander zu tun haben. Nein, sie sind immer schon verbunden gewesen. Und diese Verbundenheit schlägt sich eben nieder in diesen Werken. Und wie gesagt, hatte Ihnen ja gesagt, dass Nesami, dass wir das wissen, ein bisschen was über sein Leben wissen, weil er selber immer auch in seinen Epen so am Rande ein bisschen von sich erzählt. Und das hat er auch gemacht in dem Alexanderbuch. Und dann lässt er die ganzen Werke, das ist sein Alterswerk praktisch, und da lässt er die ganzen Werke Revue passieren, die er bis dahin geschrieben hat, ganz knapp. Und das möchte ich Ihnen mal vorlesen.
Denn das finde ich als so historisches Dokument doch sehr interessant. Also er schreibt um das Jahr 1200 in Ganja in Aserbaidschan, schreibt er über das, was er bisher geschrieben hat. So manchen alten Schatz habe ich bearbeitet und mit neuen Pointen bereichert. Zuerst nahm ich die Schatzkammer der Geheimnisse in Angriff und fügte sie ohne Makel zusammen. Ich hatte ihm das Werk genannt. Was ich an Mark und Süße aus ihr gewann, man kann sich vorstellen, vielleicht auch an Geld. Ja? Also er hat das, was er bekommen hat, dafür hat er in das nächste Werk investiert. Was ich an Mark und Süße aus ihr gewann, habe ich in Chosrau und Schirin hineingemischt. Sie sehen also, diese Bildlichkeit bleibt da. Ja? Also Chosrau Schirin heißt Süße, nicht? Und er gewinnt die Süße aus dem, was er zuerst geschrieben hat, und mischt das dann in das neue Werk. Sie sehen, da ist der Poet am Werk. Von dort zog ich weiter und klopfte nun an die Pforten von Leila und Majnun und ihrer Liebe. Und als ich diese Erzählung vollendet hatte, trieb ich mein Ross zu den sieben Gestalten, also Hefpaikar oder sieben Bilder. Jetzt aber will ich auf dem Teppich der Dichtung die Pauken schlagen von Alexanders Erfolg. Sprechen will ich von seinem Glanz und seiner Bildung, sein Diadem und seinen Thron erhöhen. Nach so vielen Epochen, die verstrichen sind, mache ich ihn lebendig, Kraft meines Lebenswassers. Alexander, der sich aufmachte, den Sinn der Dinge zu ergründen, die Quelle des Lebens zu finden. Suchte er nicht die Quelle des Lebens, um dadurch am Leben zu bleiben? Jetzt hat er die Quelle gefunden, die er damals gesucht hat. So ist es der König, so hat es der König aller Kündenden gesagt. Die Findenden sind die Suchenden. Nesami, also er redet sich selber an, wenn du mit Alexander Wein trinkst, wahre den Anstand, der ihm gemäß ist. Als Tischgenosse Chizars, also das ist sozusagen eine mystische Figur, diesseits des Stromes wasch deine Lippen 77 Mal. Das Schöne ist natürlich, er schreibt, Alexander, der sich aufmachte, den Sinn der Dinge zu ergründen, die Quelle des Lebens zu finden. Suchte er nicht die Quelle des Lebens, um dadurch am Leben zu bleiben? Jetzt hat er die Quelle gefunden, die er damals gesucht hat. Und diese Quelle ist natürlich wer und was? Nesami mit seinem Epos, der den Alexander verewigt. So, also Sie sehen schon ein bisschen von diesem ja, nicht gerade unbescheidenen, aber doch auch sehr großzügigen und, ja, wie soll ich sagen, in der Fülle der Dichtung schwelgenden Macht. Also, um das mal kurz zusammenzufassen, ja, wir haben hier einen Weltdichter, ja, der im Westen und in Deutschland, in Europa relativ spät, erst im 20. Jahrhundert wirklich entdeckt wurde, wirklich erst übersetzt wurde, aber der, wenn wir ihn lesen, wo Sie sofort merken, da ist eine wahnsinnige Kraft, das gehört zu den ganz, ganz großen Texten der Weltliteratur. Also wirklich zu den ganz, ganz großen Texten. Das ist einer von den Autoren, die ich immer rückhaltslos empfehle, wenn mich jemand fragt, was man denn lesen kann aus diesen Literaturen. Er ist nicht zuletzt natürlich auch nicht nur für die Weltliteratur bedeutend, nicht nur für uns, sondern auch ein Nationaldichter sowohl Irans oder für den persischsprachigen Raum als auch für Aserbaidschan. Und das ist ja ein bisschen merkwürdig. Wie gesagt, Ganja, diese Stadt liegt in Aserbaidschan, wurde übrigens mehrmals von Erdbeben versehrt. Auch kurz vor Nesamis Geburt gab es ein Erdbeben, am Ende seines Lebens gab es wieder ein Erdbeben. Und von der damaligen Stadt sieht man heute nichts mehr. Ich hatte einmal das Vergnügen, dort zu sein. Es ist eine Stadt so, ja, in einer Berglandschaft eigentlich, mit einem großen Fluss. Und das Interessante ist ja, dass in Aserbaidschan, jedenfalls in dem Staat Aserbaidschan, eigentlich gar kein Persisch mehr gesprochen wird. Ja? Also Aserbaidschan ist einerseits eine Provinz in Iran, in Nordiran, am Kaspischen Meer, wo ja, eine Turksprache, Aserbaidschanisch, gesprochen wird, aber die meisten Aserbaidschaner dort können natürlich Farsi, weil sie ja in Iran leben. In Aserbaidschan kennen die Leute, also da, wo Ganja jetzt liegt, diese Stadt, können die Leute eigentlich nicht mehr Farsi. Trotzdem
gilt Nizami als der große Nationaldichter, nicht zuletzt, weil sie die Aserbaidschaner nicht so wirklich einen anderen haben in ihrer eigenen Sprache. Weil das Aserbaidschanische, das Türkische, also es galt eigentlich lange Zeit als Dialekt, es war nicht die hohe Kultursprache. Und trotzdem wird Nizami dort als Nationaldichter gefeiert. Und wenn Sie in Ganja sind, sehen Sie ein großes Denkmal, ein Turm, sein Grabmal, wo man sein Grab gefunden hat, der ist ein großer Turm, der erinnert so ein bisschen an die, ja, ich würde fast sagen, an so eine Nazi-Architektur. Ja? Auch das ist kein Zufall, denn er ist gebaut worden in den 30er Jahren von Stalin. Ja? Oh. Und das ist jetzt eine Abschweifung, ich gebe das zu, aber das ist wirklich interessant. Das ist interessant. Es sagt etwas über die Rezeption von Literatur und sagt etwas über die Großmachtambitionen der Sowjetunion. Denn paradoxerweise, es gab so eine Doppelstrategie. Einerseits haben die Sowjets sich natürlich alle diese kaukasischen und transkaukasischen Republiken, nachdem sie kurz nach dem Ersten Weltkrieg waren, sie alle mal kurz unabhängig und dann haben sie sich wieder einverleibt. Ja? Und sie haben sie zu Kommunisten gemacht, nachdem sie vorher sozusagen bürgerliche, also nach kommunistischer Lesart, bürgerliche Nationalisten gewesen sind. So, jetzt brauchten aber die Sowjets, haben auch verstanden, Russen sind es nicht und wir können sie auch nicht zu solchen machen, aber sie sind Kommunisten und wir als Kommunisten haben sie also befreit vom Kapitalismus, vom Imperialismus. Und wenn wir sie befreit haben, dann müssen sie aber auch was Eigenes haben. Mit anderen Worten, es gab so eine ganz komische Politik. Sie sollten Nationalitäten sein, aber nicht zu eigenständig. Aber alle diese kleinen Nationen sollten ihre eigenen Nationaldichter haben. Und deswegen haben die Russen beschlossen, Nizami kommt aus Ganja, das ist in unserem Aserbaidschan, der wird jetzt zum Nationaldichter der Aserbaidschaner ernannt, haben dieses Denkmal gebaut und die Aserbaidschaner sind auch darauf abgefahren. Also das ist die beste Nizami-Forschung stammt aus Russland. Und also die haben sich wirklich dann um dieses Werk bemüht. Das Paradoxe ist nur, wenn sie heute in Aserbaidschan sind, gibt es nur ganz, ganz wenige, vielleicht einige Professoren an den Universitäten, die diesen Dichter, den Nationaldichter auf Farsi in der Originalsprache lesen können. Ja? Das sind so die Paradoxien des Nationalismus. Gut, Schluss mit dieser Abschweifung. Wir hören jetzt einen Auszug aus Leila und Majnun und dann erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr über die Hintergründe dazu. Ganz kurz zum Kontext. Das Ganze spielt eigentlich in einem einfachen beduinischen Milieu ursprünglich, diese Geschichte. Es ist eine arabische Geschichte, es ist eine Story, die aus der arabischen Dichtung überliefert wurde, aus der arabischen legendären Mythologie, kann man sagen. Und es ist ein unglückliches Liebespaar. Majnun kann Leila nicht heiraten, weil er sie kompromittiert hat, indem er über sie sich zu stark in sie verliebt hat und über sie Gedichte geschrieben hat und damit das Mädchen sozusagen bloßgestellt hat. Und dann verbietet der Vater von Leila dem Majnun, sie zu heiraten. Und Majnun wird verrückt und das ist auch sein Name. Sein Name heißt eigentlich der Verrückte oder der Besessene, nämlich der von Djinnen. Dieses Wort Djinnen steckt im Wort Majnun. Sie sehen das J und das N, das ist da drin. Und das ist also ein Besessener, er ist von Leila besessen und er darf sie nicht heiraten. Das ist der Kontext, gleich ein wenig mehr dazu. Helge, bitte. Majnuns Verzweiflung und Klage. Nachdem der Vater Majnuns und die Seinen erfolglos um Leila geworben hatten, versuchten sie nochmals den Jüngling durch ihr Zureden und ihre Ermahnungen zu heilen. Warum, so sagten sie, betest du denn bloß diese eine, diese Leila an? Warum willst du gerade sie, diese Fremde, haben? Schau dich doch um unter den Mädchen deines eigenen Stammes. Da findest du doch wahrlich Hyazinthenlippen genug, wohlriechende und in ägyptisches Leinen gehüllte Schönheiten, die ebenso gut und noch besser sind als deine Herzräuberin. Unter 100 Püppchen kannst du wählen, von denen ein jedes lieblicher als der neue Frühling ist.
Nimm dir eine Freundin, die dein Herz tröstet, statt es zu quälen. Eine Gefährtin wie Milch und Honig, die deiner würdig ist. Lass ab von der Fremden. So sprachen die Verwandten, und sie meinten es gut. Was ahnten sie von dem Brand in Majnuns Seele? Ihre Worte fielen in dieses Feuer wie Dornen. Sie stachen zuerst und brannten dann selbst und nährten die Flammen, die sie doch zudecken sollten. Nein, Majnun war nun doppelt verzweifelt über die Antwort von Leilas Vater und über die Reden der seinen. Diese Bitternis konnte ihm niemand versüßen. Sie verwandelte ihm die Welt in schwärzeste Nacht. Man hatte ihn aus seinem Glück verstoßen, und nun war er ein Fremdling im Diesseits und im Jenseits. Er schlug sich mit den Fäusten auf den Kopf und zerriss das Hemd von oben bis unten. Selbst ein Toter hat noch ein Hemd, aber ein Toter hat auch eine Heimat im Grab. Und Majnun hatte keine mehr, nirgends. Er ließ seinen Vater und seine Angehörigen stehen und rannte auf und davon, ohne auf Richtung und Wege zu achten. Er rief, es gibt keine Kraft, es gibt keine Macht, außer bei Allah. Und wahrlich, es weiß ja nur Gott allein, wie der unglückselige Herr wurde über seinen Wunsch, sich selbst zu töten. Denn alle Fesseln, die uns Menschen binden, waren von ihm abgefallen. Er wusste nichts mehr von Gut und Böse, und er konnte das eine vom anderen nicht mehr unterscheiden. In jedes Zelt gellte sein Schrei, Laila, Laila. Das Haar fiel ihm wirr ins Gesicht. Seine Augen starrten, und doch sah und hörte er von seinen Mitmenschen und ihren Tadelworten nichts. Aber inzwischen war die Schar der Zuschauer und Zuhörer, die herbeieilten und ihm folgten, immer größer geworden. Sie waren über sein Benehmen entsetzt. Doch wenn Majnun dann Verse zu sprechen begann und wenn er ein Lied seiner Liebe anstimmte, wenn er den Stern seiner Sehnsucht besang und das Feuer in seinem Herzen zu seiner Zunge vordrang und die Trauer von seinen Lippen erklang, dann schlug auch die Stimmung der Menschen mit einem Mal um. Sie standen überrascht und ergriffen. Und am Ende war keiner, der nicht über diesen Sänger und sein Schicksal Tränen vergoss. Majnun selbst jedoch bemerkte das Mitleid so wenig wie vorher den Tadel. Ja, er sah nicht einmal, dass ihn die Menschen umringten. Es war, als habe er seinen Namen aus dem Buch der Welt herausgerissen, so als sei er ins Nichts gefallen, als gehöre er nicht mehr zu den Lebendigen und noch nicht zu den Gestorbenen. Ein Stein war auf sein Herz gefallen, und er selbst glich einem ausgebrannten Talglicht oder einem abgestürzten Vogel, der seinen Gefährten verloren hat und hilflos im Staube flattert. Schließlich verließ seinen Körper die Kraft. Er brach in die Knie wie ein Beter. Er weinte, bis seine Besinnung allmählich zurückkam. Und da floss über seine Lippen der Schmerz wie ein dunkler Strom. Ach, welches Heilmittel könnte eine Krankheit wie diese noch lindern? Ja, ein Landstreicher bin ich geworden. Familie und Heimat, wo sind sie? Kein Weg führt mich dorthin zurück und auch keiner zur Freundin. Zerbrochen sind Name und Ruf wie Gläser, zerschmettert am Fels. Zerrissen ist die Trommel, die mir einst frohe Botschaft gekündet. Und was mein Ohr jetzt hört, ist die Trommel des Abschieds. O Jägerin, Schöne, deren lahme Beute ich bin, ein williges Ziel ihrer Pfeile. Ich bin ihr Gehorsam der Geliebten, die meiner Seele Besitzerin ist. Sagt sie, sei betrunken, ich bin es. Befiehlt sie mir, sei toll, so bin ich es auch. Für einen Verrückten, wie ich einer bin, hält das Schicksal keine Ketten bereit, ihn zu zähmen. Und wer so zertrümmert ist wie ich, der kann nicht mehr hoffen, dass er je wieder aufgebaut wird. Gebe der Himmel, dass mich ein Erdsturz begrabe und auslösche oder ein Blitz in mich schlage, das Haus verbrenne und den Hausrat damit. Gibt es denn niemanden, der mich in den Krokodilsrachen des Todes wirft? Will mich keiner von mir selbst und die Welt von meiner Schande befreien? Mich missratenes Geschöpf, mich Verrückten, mich Dämon meiner Familie? Ja, ich bin für die meinen ein Dorn, und mein bloßer Name ist für meine Freunde eine Schmach.
Mein Blut darf jeder vergießen. Vogelfrei bin ich. Und mein Mörder ist schuldlos. Lebt wohl, ihr Gefährten vergangener Feste. Seid mir alle gegrüßt und lebt wohl. Seht, meiner Hand ist das Weinglas entglitten, zerronnen der Wein, zerbrochen das Glas. Mir sind vom Glück nur die Scherben geblieben, die scharfen, die wehtun. Doch fürchtet nicht, wenn ihr zu mir kommt, euch den Fuß zu verletzen. Fort, weit fort hat die Flut meiner Tränen auch die Scherben geschwemmt. Samatsch nun all die Menschen, die schweigend um ihn herumstanden, ihn anstarrten und ihm zuhörten? So schien es. Denn als er jetzt fortfuhr, sprach er ihnen zugewandt: Was wisst ihr denn, ihr Ahnungslosen, von dem, was ich leide? Los, fort mit euch! Gebt mir den Weg frei. Ihr sollt mich nicht suchen, denn ich bin nicht dort, wo ihr glaubt, dass ich sei. Ich bin verloren gegangen, verloren mir selbst. Solche Verlorenen spricht man nicht an. Doch ihr quält und bedrückt mich. Wie lange noch? Lasst mich mit meinem Unglück allein. Ihr braucht mich von euren Zeltplätzen nicht zu verjagen. Ich gehe ja von selbst. Ich gehe. Aber Majnun hatte keine Kraft mehr, um zu fliehen. Er lag im Staub auf den Knien. Wieder klammerte sich sein Herz in dieser tiefsten Verzweiflung an Leila, die doch so fern von ihm war, und er rief sie um Hilfe an. »Ich bin gefallen. Was soll ich nur tun? O Freundin, komm und nimm meine Hand. Ich kann nicht mehr weiter. Und dir gehöre ich doch, und lebendig bin ich doch besser für dich als tot. Sei gnädig und gönne mir einen Gruß. Erwecke mich wieder zum Leben mit einer Botschaft von dir. Doch man hält dich gefangen, ich weiß es ja wohl.« Aber warum dich? Ich bin der Verrückte, mich muss man fesseln. O, fessle du mich, umwinde meinen Nacken mit der Schnur deiner Locken. Aber deine Locke um meinen Hals ist zerrissen, und trotzdem bin ich nur dein Sklave geblieben. Tu etwas, hilf mir. Das ist ein grausames Spiel, lass es zu Ende gehen, oder halte mir deinen Fuß hin, damit ich ihn küsse. Es kann doch nicht bleiben, so wie es jetzt ist. Man darf doch nicht untätig sitzen und im Winkel die Arme verschränken. Erbarme dich meiner. Der Ausgeruhte ahnt nichts von der Qual des Erschöpften. Und der satte Reiche, der einem Bettler zu Tisch lädt, was weiß er vom Hunger? Und doch isst auch er ein bisschen, um damit den Gast zu ehren. Sind wir nicht beide Menschenkinder, du wie ich? Obwohl du ein üppiger Buchszweig bist und ich ein verdorrter Dorn. O du, mein Seelenfriede, wo bist du? Warum raubst du mir mein Leben? Was ist die Sünde meines um Verzeihung flehenden Herzens, außer seiner Liebe zu dir? Schenke mir von tausenden Nächten nur eine einzige Nacht. Denn sieh, ich habe sonst alles, alles verspielt und verloren. Sage nicht nein. Oder zürnst du mir wohl? Wenn es so ist, dann lösche mit dem Wasser meiner Tränen den Zornbrand. Ich bin ein Stern, der verrückt ist nach deinem Anblick, mein Neumond. Mir blieb als Gefährte nur mein eigener Schatten, und selbst ihn wage ich nicht nach dir zu fragen, denn ich fürchte, er könnte mein Rivale sein in der Liebe zu dir. Ach, wäre doch dein Schatten wenigstens bei mir geblieben. Aber auch ihn hast du mir weggenommen und mein Herz und meine Seele dazu. Und was habe ich dafür erhalten? Was ist mir geblieben, die Hoffnung? Nun, so sieht ein durstiges Kind im Traum die Hand, die ihm einen goldenen Becher reicht. Und wenn es erwacht aus dem Schlaf, was bleibt dann? Es saugt vor Durst nur am eigenen Finger. Doch was tut's? Nichts kann die Liebe zu dir je aus meinem Herzen entfernen. Dieses Rätsel kann man nicht lösen und dieses Geheimnis niemandem deuten. Es ist in den Leib gekommen, zugleich mit der Muttermilch. Und es wird erst mit der Seele zusammen den Leib wieder verlassen. Das weiß ich. Hier verstummte Majnun. Seine Stimme versagte und er fiel wie ein Ohnmächtiger vornüber mit dem Gesicht in den Staub. Alle, die ihn gehört hatten und ihn jetzt dort liegen sahen, trauerten um ihn.
Behutsam hoben sie den Unglücklichen auf und trugen ihn heim in das Zelt seines Vaters. Eine Liebe, die nicht immerwährende Liebe ist, bleibt der Sinnenlust Spielzeug und vergeht wie die Jugend. Was vergeht es die Zeit, nicht aber Liebe? Mag sonst alles nur Tand und Gaukelei und Einbildung sein, sie ist es nicht. Denn das Kohlenbecken, auf dem sie brennt, ist die Ewigkeit selbst, die weder Anfang noch Ende hat. Als ein Weiser der Liebe hat Majnun seinen hohen Namen verdient. Er hat ihre Last getragen, solange er auf Erden gelebt hat. Sie ist der Duft dieser Blume und ist ihr Windhauch gewesen. Auch jetzt, da die Rose verwelkt ist, hat von ihr ein Tropfen von Rosenwasser noch Dauer. Und sie? Er wird immer da dauern, dir und Nisami zur Freude. Und das Gedicht noch lesen? Das Gedicht. Das Gedicht. Ein Gedicht. Majnun dichtet für Layla. Wer bin ich? Ein Bettler, der singt für dich, Geliebte, so fern nah. Erhörst du mich? Von der Knechtschaft des Weltlaufs bin ich befreit, und mein Schmerz ist auch meine Seligkeit. Ein Ertrinkender, durstig im Wehstrom der Wonne, ein Nachtblinder bin ich und Vertrauter der Sonne. Meine Seele bist du und ich bin die deine. Zwei Seelen sind wir und sind doch nur eine. Zwei Rätsel und eine Lösung für beide, dass jedes auf Erden am anderen leide. So sind wir auch diesmal 10 Schritte getrennt, obwohl sich das eine im Zweiern erkennt. Doch muss hier, was eins ist, als Zweiheit erscheinen und darf sich nicht jetzt schon zum einen vereinen. Kein Weg führt vom Körper des einen zum anderen. Es kann nur die Seele zur Seele wandern. Das Herz ist ewig, weil es dich liebt. Der Tod ist dort, wo es dich nicht gibt. Solange du in mir bist, bleibe ich heil. Denn du bist vom ewigen Leben mein Teil. Vielen Dank, Helge. Und Nesami natürlich. Und Rudolf Geltke, der das Ganze übersetzt hat. Ja, die absolute grenzenlose Liebe. Hochromantisch und natürlich auch tragisch. Sie müsste ja tragisch enden. Sie endet natürlich mit dem Tod aller Protagonisten, wie sie Liebesgeschichten meistens so enden. Nun müssen wir aber sehen, dass das Ganze tatsächlich gut 800 Jahre alt ist, seit das geschrieben wurde. Und es klingt aber trotzdem, obwohl uns diese absolute Liebe vielleicht doch etwas fremd geworden ist, können wir sie aber, glaube ich, trotzdem in diesen Versen noch nachempfinden. Also es gibt, wir spüren diesen Abstand zu diesem Text oder zu dieser Absolutheit und gleichzeitig können wir es noch empfinden. Und wir wissen aber natürlich auch, dass es eine Parabel ist. Ja, also das ist, dass Nesami nicht geglaubt hat, dass man so leben muss, wie Majnun und Layla es getan haben, sondern er richtet ein ethisches Ideal auf, ein moralisches Ideal. Und in diesem Ideal erhöht er eigentlich die Personen. Und das ist vielleicht das oder mit das Wichtigste, was er in diesem Epos getan hat, überhaupt in allen seinen Büchern eigentlich, die alle Personen werden einer moralischen Prüfung unterworfen. Und meistens gehen sie oder oft gehen sie daran zugrunde, aber noch während sie daran zugrunde gehen, werden sie erhoben, werden sie erhaben, steigert sich ihr Wert und ihre Existenz. Und es gilt vor allen Dingen für die Frauen bei Nesami. Die Frauen bei Nesami spielen eine absolut zentrale Rolle. Es ist der Dichter nicht nur der Liebe zu den Frauen, sondern der Dichter, der auch die Frauen sprechen lässt, der die Frauen
zu handelnden Macht, zu Leuten, wie man das modisch auf Englisch heute sagen würde, mit einer eigenen Agency, also die eine eigene Handlungsmacht haben und denen es sehr oft gelingt, sich gegenüber den Männern durchzusetzen und stärker als die Männer zu sein. Und das gelingt ihnen natürlich oft, indem sie eigentlich moralisch wertvoller sind. Das sehen wir gleich in den nächsten in dem nächsten Epos, dem wir uns zuwenden werden, aber um mal bei Layla und Majnun zu bleiben, ist das auch klar eigentlich, weil, das haben wir jetzt natürlich nicht gehört, weil wir nicht das ganze Epos lesen könnten, weil Layla, sie wird zwar gezwungen, einen anderen Mann zu heiraten, aber sie vollzieht mit diesem Mann nicht die Ehe. Also sie denkt sich einen Trick aus, sodass sie mit ihm nicht schlafen muss und mit ihm wirklich nicht verheiratet. Sie bleibt also innerlich mit Majnun verheiratet, bleibt ihm treu und ist aber gleichzeitig natürlich hoch unglücklich und geht daran schließlich auch zugrunde. Man könnte es fast eine moderne Ehegeschichte nennen, wenn dieses Keuschheitsideal nicht vielleicht etwas übersteuert wäre für unsere heutigen Verhältnisse. Aber es ist sozusagen, die Frau bekommt eine eigene Handlungsmacht, indem sie sich erstmal ihrem Mann verweigert und dann zu ihren eigenen Idealen steht. Auch fällt auf, dass in der Tradition, aus der Nizami diesen Majnun Layla Mythos schöpft, tatsächlich von Majnun Layla die Rede ist, was auf Arabisch dann übersetzt hieße der Verrückte oder der Besessene von Layla oder Laylas Besessener oder Laylas Verrückter. Bei Nizami wird das umgedreht und das Epos heißt, also Layla heißt auf Persisch dann Layli. Layli wäre Majnun. Also die Frau steht tatsächlich an erster Stelle und nicht der Mann. Ja? Also dieser Titel aus dem arabischen Vorbild wird umgedreht. Und eine weitere interessante Sache ist, dass das arabische Vorbild spielt eigentlich auf der arabischen Halbinsel, im Grunde vor dem Islam oder in einer mythischen Zeit eigentlich, unter Beduinen. Und dieser Majnun ist ein Beduinendichter. Und das, was tatsächlich überliefert ist von Majnun, sind Verse. Es gibt solche Verse. Wir wissen nicht, ob diese Person wirklich gelebt hat, aber es gibt jedenfalls Verse, die man ihm zuschreibt, die arabische Tradition gesammelt hat. Sie hat auch die Geschichten drumherum, um diese Verse herum gesammelt. Und sie hat diese Legende oder dieses Märchen anhand dieser Verse weitererzählt. Aber in dieser arabischen Tradition ist es natürlich nur Majnun, der dichtet. Wir hören immer nur die Stimme von Majnun, der sich in seiner unerfüllbaren Liebe zu Layla verzehrt und dann zu den Tieren geht, sich mit den Tieren anfreundet und verrückt wird. Das ist die Story, die aus der arabischen Tradition überliefert ist. Und warum schreibt Nizami das? Er wollte das gar nicht schreiben. Er wollte diese Geschichte nicht schreiben. Weil es wurde ihm gesagt, schreib doch bitte, also einer dieser Fürsten, mit denen er zu tun hat, sagte ihm, schreib bitte etwas über Majnun und Layla. Und er hat gesagt, er will das nicht, weil das ist ein beduinisches Milieu. Das hat hier mit der höfischen Kultur, in der wir uns hier bewegen, nichts zu tun. Die Könige, unsere Könige und unsere Adligen werden das nicht wertschätzen, weil das viel zu primitiv ist. Majnun ist ein in Lumpen umherwandernder Beduine, der seltsame Gedichte schreibt. Darüber möchte ich nichts schreiben. Und dann hat ihn sein Sohn überredet, vielleicht kannst du es ja doch machen. Also jedenfalls sagt das die Legende oder berichtet das Nizami selbst. Und dann hat er den Stoff ein bisschen verwandelt. Und Layla und Majnun lernen sich nicht in der Wüste kennen, auf irgendwelchen Wüstencamps, sondern in der Schule. Sie gehen in die Schule. Schon das ist aus heutiger Sicht oder aus europäischem Mittelalter, im europäischen Mittelalter gab es keine Schulen, wo Frauen hingegangen sind. Ja? Das kommt bei Nizami ganz natürlich vor. In Ganja gab es offenbar gemischt geschlechtliche Schulen, ja? Wo die Kinder was gelernt haben, wo sie sich kennenlernen konnten. Und so verwandelt er diesen Stoff. Und er macht aus diesem Stoff, also wie das waren vorher verstreute Gedichte, die von den Arabern gesammelt wurden, mit so ein paar Drumherum-Geschichten versehen, sind die mündlich erzählt worden. Und Nizami macht daraus ein geschlossenes Epos. Er macht eine fortlaufende, klare Geschichte. Und das war so erfolgreich, dass es offenbar über 100 Nachahmungen dieses Stoffes
in islamischer Zeit zwischen dem 12. Jahrhundert und der Gegenwart gibt. Bis in die Gegenwart ist dieser Stoff sehr bekannt. Jeder Araber, jeder Iraner, jeder Perser, ich würde sagen, fast alle Muslime kennen diesen Stoff, denn er wird in allen muslimischen Sprachen nachgedichtet bis heute. Es ist also wirklich in diesem Sinne ein absolutes Stück Weltliteratur. Und jetzt kommen wir zu dem Werk, das vielleicht das schönste ist von Nesami, das Werk mit dem Titel Haft Paikar, sieben Bilder oder sieben Gestalten oder auch sieben Schönheiten. Denn hinter diesen sieben Bildern verbergen sich tatsächlich wiederum sieben Frauen. Sieben Frauen. Und diese Frauen erzählen dem Herrscher Bahram Gur, einem großen Herrscher, dem es gelungen ist, die ganze Welt zu unterwerfen, so ein bisschen wie Alexander oder jedenfalls alles, was er unterwerfen konnte. Und der zieht sich, nachdem er sich die ganze Welt unterworfen hat, in seinen Palast zurück. In diesem Palast sind sieben Kuppeln in sieben verschiedenen Farben. Und in diesen Kuppeln erzählen ihm Prinzessinnen aus den sieben verschiedenen Weltgegenden, die er erobert hat, erzählen ihm Geschichten. Märchen, aber nicht irgendwelche Märchen, sondern es sind eigentlich Parabeln. Es sind moralische Lehrgeschichten, die aber wie Märchen daherkommen. In der Übersetzung von dem Rudolf Gelbke, die sieben Geschichten der sieben Prinzessinnen, sind es tatsächlich wie Märchen. Aber wie gesagt, es sind Märchen, die eine unglaubliche Tiefe haben, auch einen moralischen Anspruch, aber ohne, dass Nesami irgendwie wie ein Moralapostel daherkommt. Und in allen diesen Geschichten sind die Frauen stärker als die Männer. Ja? Teilweise ermorden sie die Männer sogar. Und das ist ein, das ist aber auch eine Ausnahme. Die Frauen dürfen ermorden, die anderen. Also Nesami ist auch ein Dichter der Gewaltlosigkeit. Es ist wirklich jemand, der den Gewaltverzicht predigt. Auch wenn seine Helden natürlich immer mal wieder Gewalt begehen, wie das halt damals der Fall war. Dieser König lässt sich also in diesen sieben Kuppeln von den sieben Geschichten, von den sieben Prinzessinnen aus den sieben Weltgegenden diese Parabeln, diese Geschichten erzählen. Und nachdem diese Geschichten zu Ende sind, geht er raus aus seinem Palast und merkt, dass seine Statthalter das Reich, was er vorher in Mühe zusammengestellt hat, zerstört haben, sich unter den Nagel gerissen haben. Und dann zieht er noch einmal aus, erobert sein Reich wieder neu und zieht sich dann sozusagen wird dann ein Mystiker, der auf die ganze weltliche Macht verzichtet. Also das ist sozusagen die große Rahmengeschichte. Und jetzt hören wir eine Geschichte daraus, und zwar eine Geschichte, die Sie vielleicht kennen, denn dahinter verbirgt sich im Grunde der Turandot-Stoff. Ja, den Sie aus der Oper kennen und den Sie, den auch Schiller nachgedichtet hat. Dazu werde ich aber gleich was sagen. Das ist der Turandot-Stoff, ist der Stoff, wo eine Prinzessin nicht heiraten will. Der Vater sagt, du musst aber heiraten. Und dann sagt sie, okay, ich heirate unter einer Bedingung, dass die Bewerber bestimmte Prüfungen bestehen. Ich gebe ihnen Prüfungen auf. Das können körperliche Prüfungen sein, er muss irgendeinen Drachen besiegen, meinetwegen. Es können aber auch Rätsel sein. Und im Fall von Nesami und von Schiller sind es Rätsel. Und wenn diese Bewerber diese Rätsel nicht lösen oder diese Aufgaben nicht bestehen, die meisten bestehen sie eh nicht, weil sie zu schwer sind, das ist ja der Sinn dieser Aufgaben, dass sie sie nicht bestehen, dann bleibt die Prinzessin unverheiratet. Und jetzt hören wir wieder Helge. Die Geschichte von der Prinzessin, die sich in einer Festung einschloss. Im Reich der Russen gab es eine Stadt, so prangend schön, wie schöne Bräute sind. Und über sie gebot ein guter König mit einer Tochter, die er liebevoll erzog. Betörend war sie, zaubernd mit den Blicken, ein Rosenantlitz auf Zypressenschaft. Ein Antlitz lieblicher als das des Mondes, ein Mund an Süße reicher als der Zucker. Den Freiern raubte sie den Herzensmut.
Zucker und Kerze, sie erlagen ihren Reizen. Vor ihrem Zuckermund ein Zuckerballen, beengter als der Umfang ihrer Taille. Ob ihres Haars der Moschus eifersüchtig, ob ihres Gartens Duft die Rose stachlig, ihr Wuchs so hoch und rank wie die Zypresse, ihr Angesicht so hell wie Kerz und Lampe, ihr frisches Antlitz frischer als der Frühling, ihr Farbenschimmer schöner als ein Standbild. Schlaf der Narzisse-Rausch von ihrem Auge, der Eglantine-Reiz ihr Pfennigknecht, das Rosenwasser-Wegstaub ihrer Sklaven, die Rose eine Dienstmagd ihres Hofs. Doch zu der Schönheit ihres Zuckerlachens besaß sie auch den reichen Schmuck der Bildung. In jedem Wissenszweig war sie bewandert, in jeder Kunst hat sie ein Blatt bedeckt. Ja, selbst in Zauberei war sie belesen, in Hexenkünsten und geheimen Dingen. Jedoch im Lockenschleier ihr Gesicht verhüllend, wich sie der Ehe Lastverpflichtung aus. Wer mächtig ist in seinem Kreis, wie sollte der nach einem Partner trachten? Als in der Welt sich das Gerücht verbreitete, dass aus dem Garten Rieswahns eine Huri gekommen sei, das Kind von Mond und Sonne, von Venus mit der Milch Merkurs gesäugt, war das Begehren aller für sie warm. Aus allen Richtungen kam zartes Werben. Dieser versucht's mit Macht, jener mit Gold, derweil sie selbst ihr Gold mit Macht verhüllte. Der Vater kam ob des Gesuchs berühmter, die, wie er sah, der Götzin nicht genügten, in Nöte, welcher Ausweg gangbar, wie mit 100 Gesellen Nart zu spielen sei. Als nun die schöne, hagestolze Tochter der freier Hände nach ihr gieren sah, suchte sie einen hohen Berg in jener Gegend, fern wie das Himmelsrad von Ungemach, und ließ ein schmuckes Schloss darauf errichten, das wie ein Berg wuchs aus des Berges Mark. Sie bat den Vater um Verzeihung, untersucht ihn, ihr Reisebrot zu rüsten, und liebenswürdig gab der Vater, ob auch ihn schmerzte die Entfernung, die Erlaubnis, dass sie das Haus verlasse, dass dem Honigfürder durch Dach und Tür sich keine Biene nahe, noch wenn als Schatz sie in der Festung weile, ein Dieb die Wächter dort behellige. Und jene Burgbraut brachte stolzen Sinns die Sache ihrer Burg alsbald in Ordnung. Als sie die Burg so fest errichtet hatte, ging sie und saß als Schatz auf jener Burg. Und als ihr Schatz dort fest gegründet war, da nannte sie das Volk die Burgherrin. Ratlos vor dieser Burg der Schatzdieb stand, denn eisern war sie wie die Bronzefestung. Dort herrschte nun die slawische Prinzessin. Noch keiner Burgfrau hat dergleichen je geträumt. Der Weg verschlossen für des Weges Trabende, der Wunsch verwehrt für die von Wunsch Getriebenen. In allen Dingen war sie kenntnisreich, erfinderisch in Not und Flux bedacht. Sie kannte die Naturen der Gestirne und hatte ihre Mischungen erforscht, die inneren Kräfte sich erschlossen und die Geheimnisse der geistigen Welt erjagt. Wie mit dem Trocknen und dem Feuchten zu verfahren, wie Wasser man erhitzt und Feuer kühlt, was Menschen anderen Menschen antun und was die Gestirne den Geschlechtern bringen, alles, was der Kultur von Nutzen ist und für den Adamssamen förderlich, das hatte ihrer Macht sich unterstellt, die an Gestalt ein Weib, dem Geist nach aber Mann war. Wie sie in jenen Mauern nun verweilte, schnitt sie das Herz bald völlig von den Menschen ab. Und auf dem Weg zu jener hohen Burg schuf sie mit Scharfsinn viele Talismane, Gestalten voll Magie aus Stein und Eisen, jede mit einer Klinge in der Hand. Wer immer diesen Weg der Furcht einschlug, ward durch des Schwertes Schlag entzweigeteilt. Außer der Wachmannschaft des Schlosses war, wer jemals diesen Pfad betrat, bald ratlos. Und selbst der eingeweihte Wächter ging nicht, ohne seine Schritte gut zu zählen. Denn hätt von 100 einen er verzählt, wär ihm das Haupt zugleich vom Rumpf gerutscht. Das Schwert des Talismans hat ihn erreicht. Im Nebel war sein Lebensmond versunken.
Die Pforte jener himmelhohen Burg war so verborgen wie des Himmels Pforten. Ein Architekt hätte einen Monat lang umsonst nach ihr gesucht, wie nach Gestirnen. Die feenschöne Burgfrau war auch Malerin, als käme sie aus einer Werkstatt Chinas. Wenn sie die Feder auf die Zeichnung setzte, knotete sie das Wasser wie zur Muschel. Mit schwarzer Feder, wie mit Hurilocken, zeichnete sie den Schatten auf das Licht. Wie sich der Mond in jenem Turm verschanzte, da wurde ihm der Turm zu seinem Haus. Sie griff zur Feder, und vom Kopf bis zu den Füßen malte auf Seide sie ein Bildnis von sich selber. Und über dieses Bild, auf Seidenblatt, schrieb sie in schönster Schrift die Worte hin: Wer immer auf der Erde mein begehrt, mit dieser Festung hier, die ich bewohne, soll wie ein Falter, der das Licht erblickt, den Weg durchmessen, nicht von fern nur rufen. An dieser Burg kommt nur ein Mann zum Ziel. Wer kein Mann ist, der meide dieses Schloss. Wer dieses schönen Bildnisses begehrt, der braucht nicht eines, sondern tausend Leben. Er muss sein Streben richten auf den Pfad und vier Bedingungen dabei erfüllen. Die erste ist bei dieser Eheschließung der gute Name und das schöne Wesen. Die zweite lautet, dass er mit Entschlusskraft die Talismane aus dem Wege räumt. Die dritte Pflicht ist, dass sobald der Bann der Talismane er gelöst, die Pforte er der Burg ausfindig macht, damit er durch die Tür zu mir gelangt und nicht durchs Dach. Will er der vierten der Bedingungen genügen, so möge er den Weg zur Stadt einschlagen, dann will auch ich zum Hof des Vaters eilen und nach den Regeln ihn der Kunst befragen. Gibt er mir Antwort, wie von ihm verlangt, bin ich die Seine, wie es die Treue fordert. Der werte Mann nur soll mein Gatte werden, der alles so vollführt, wie ich's gesagt. Wer aber eine der Bedingungen verfehlt, bedingungslos ist dessen Blut verfallen. Wer die Bedingungen erfüllt, zuteil wird das Elixier ihm der Glückseligkeit. Wer aber meinem Wort nicht Folge leistet, ist er auch groß, er wird im Bälde klein. Als sie des Blattes Zier vollendet hatte, warf sie es einem ihrer Leute hin und sprach: Erhebe dich, nimm dieses Blatt, geh deines Wegs und lüfte das Verhüllte. Zum Stadttor geh, am hochgelegenen Ort, und häng es auf am Bogen überm Tor, damit wer immer nun aus Stadt und Heer nach einer Braut, wie mir begehrend, sich aufmacht, die Bedingungen erfahre und Herr der Festung werde oder sterbe. Der Diener nahm das Blatt und ging und legte Kehre um Kehre rasch des Wegs zurück und band das Bild des Mondes an das Stadttor, dass es die Liebenden betrachten könnten und jeder, der entbrennte, sich erhöbe und dort sein Blut mit eigener Hand vergösse. Als zu den Thronenden und den Gekrönten die Kunde von dem Wunderding gelangte, da lockte dieses törichte Gerücht Männer aus allen Gegenden herbei. Jeder war ob der Hitze seiner Jugend bereit, sein Leben in den Wind zu schlagen. Wer seinen Fuß auf diese Straße setzte, der wurde süchtig nach dem Schwert des Feindes. Doch keinem, der es mit List und Witz versuchte, gelang's, die Talismane vor der Burg zu lösen. Und wusste einer eine Zeit lang Rat, entbehrte doch sein Zauber bald der Wirkung, wenn er auch manchen Talisman bezwang. Dem Rest vermochte er nichts anzuhaben, weil er sich selbst und den Verstand verlor, machte sein Pfad zuletzt auch ihn zu Schanden. So kamen, ohne dass ihr Wunsch Erfüllung fand, gar viele schöne junge Männer um. Keiner von ihnen war gerettet worden. Sie endeten enthauptet allesamt. Und jedes Haupt, das abgeschlagen war, das ward hernach am Stadttor aufgehängt. So viele Häupter fielen, dass man bald in jener Stadt Schädel auf Schädel häufte. Überall sonst auf dieser Welt, wohin du blickst, sind Feste es, womit die Stadt man schmückt. Doch jenes Feenantlitz, Neid der Huris, schmückte die Stadt mit Köpfen statt mit Festen.
Ohne im Schatten ihres Tors geweilt zu haben, schwebten sie nun darüber, wie viele Köpfe. Doch unter den berühmten Königssöhnen gab's einen Jüngling, Schmuck und edlen Sinns, begabt und kraftvoll, gut und voller Mut. Bald Onager, bald Löwen seine Beute. Als eines Tages der zur Jagd ausritt, um aufzublicken wie ein junger Lenz, da sah er jenes Nektarschild am Stadttor, umringt von 1000 Flaschen voller Gift, sah jenes Bild gebannt auf schwarze Seide, das Herz betörend und die Augen blendend, ein Antlitz, dessen Reiz und Lieblichkeit ihn allsogleich um seine Fassung brachten. Er sprach ein Lob aus über jene Feder, von deren Spitze solche Zeichnung kam. Um die Gestalt her aber, diesen Schmuck der Welt, in großer Zahl die aufgehängten Köpfe. Er sprach, wie soll ich dem Rubin am Hals des Drachen entrinnen, wo es kein Entrinnen gibt? Denn lasse ich von diesem Lustversprechen, bringt die Entbehrung meinem Leib Zerbruch und löst mein Herz sich nicht von diesem Wahn, dann geht mein Kopf mit seinem Wahn darin zugrunde. Mag's auf der Seide auch ein hübsches Bildnis sein, Schlangen sind in den Locken, Dornen im Damast. All diese Köpfe wurden abgeschlagen, doch keiner kam zum Ziel mit seinem Kampf. Nimm an, auch mein Kopf fiele. Wozu dient es? Ein Staubgeborener senke in den Staub. Zieh ich die Hand nicht ab von diesem Faden, droht meinem Kopf der gleiche Fallstrick auch. Doch wenn ich mich ermanne zum Verzicht, wie soll ich dem entsagen, dass ich liebe? Wiederum sprach er, diese Seide haben Feen hier angebunden für die Freier. Den Zaubereien einer solchen Fee darf man nicht ohne eigenen Zauber nahen. Solange ich diesen Feenspuk nicht banne, wär's Tollheit, mich an dieses Werk zu wagen. Hier braucht's kein kleines, nein, ein großes Mittel, damit mein Schaf der Wut des Wolfs entrinnt. Gewiss, dem, der ein Werk zu schwierig einschätzt, droht schon des Werkes Planung zu misslingen. Beim Handeln aber sei nicht kleinen Sinns, damit kein großer Schaden draus erwächst. Spiel deinen Ton im Rhythmus dieser Welt. Nimm's anfangs sacht, doch dann wirf dich ins Zeug. Mein Geist ist aufgewühlt, mehr noch mein Herz. Es brennt mein Herz und mehr noch meine Leber. Wie fass ich Mut mit einem solchen Herzen? Was sinn ich aus mit einem solchen Geist? So sprach der Jüngling, grämt sich eine Weile und seufzte ein paar Mal aus tiefster Brust. Die Tränen kamen ihm. Er sah im Geiste des Henkers Schwert, Blutleder, Kopf und Napf. Doch er verbarg die Leidenschaft in sich und weihte niemand ein in seine Sorgen. So voller Glut war Tag und Nacht sein Herz. Die Nacht war nicht mehr Nacht, Tag nicht mehr Tag. Und jeden Morgen, wenn er voll Verlangen die Schritte lenkte in die Stadt, erblickte er das unerhörte Bild. Ihm war, als sähe das Schloss Schirins er und das Grab verharrt's. Mit 100 Schlüsseln sucht er's zu öffnen, jedoch des Fadens Anfang blieb verborgen. Wohl sah er 1000 Köpfe da am Faden, vom Kopf des Fadens aber hatte niemand Kunde. Und ob er schweifte weit umher, gelang es ihm doch nicht, den Faden zu entwirren. So forschte er nach Mitteln überall. Das enge Band, das ihn umwand, zu lockern, ließ allen früheren Hochmut fahren und war nur noch auf der Suche nach dem Ausweg, bis ihm von einem Meister Kunde ward, Dämonen bändigend, im Bund mit Engeln, der jedes Wildross noch gebändigt habe, in jedem Wissenszweig Vollkommenheit erlangt. Jeder Berufsgenosse sei ihm unterlegen, jede verschlossene Tür ihm aufgetan. Als er erfuhr von jener Welt an Wissen durch Menschen, die die weite Welt bereist, eilte von Berg zu Berg er wie ein Vogel zum sonnenähnlich strahlenden Simurg und fand ihn, ein erblühtes Rosenbeet. Doch wo? In einer halb verfallenen Höhle.
und liliengleich sah er zu ihm empor und gürtete zum Dienste sich wie die Rose. Und weil ihm Sieg und Segen winkten, kam von jenem hieser Wissen ihm in Fülle. Als er aus jener Quelle viel geschöpft, enthüllt er unter Seufzen sein Geheimnis. Von jenem Feenbild der hohen Festung und welche Pein den Freiern dort entstand, dem Zauberwerk, womit sie sie bewehrt, und jenen 1000 abgeschlagenen Köpfen. Das alles legte er dem alten Philosophen nun dar und hielt kein Wort zurück. Und von verborgenen Berechnungen tat jener ihm so viel ihm dienlich kund. So ward der Auswegsucher denn des Auswegs kundig und kehrte wieder um mit 1000 Dank, hielt ein paar Tage Rast und ging alsdann mit sich zu Rate über diese Sache. An Werkzeug für den Engpass auf dem Abhang beschaffte er sich alles, was vonnöten, erforschte die pneumatischen Bezüge, die ihm das schwere Werk erleichtern würden. Und so, wie es aus der Messung folgte, traf er die Maßnahme für jeden Talisman. Nachdem vorweg er sich für sein Beginnen den Beistand Gottbegnadeter erfleht, hüllt er sich in Rot. Denn, sprach er, hier ist Blut und Aufschrei ob der Grausamkeit des Schicksals. Für dieses Tauchen in das Meer des Blutes taugte ein Kleid, wie seine Augen blutbefleckt. So schob er seinen eigenen Wunsch beiseite und trotzte dem Entsetzensruf der Welt. Nicht meinetwegen, sprach er, will ich leiden. Ich räche nur das Blut von 1000 Köpfen. Auch rette ich weitere Köpfe vor der Zwinge, nehm sonst des eigenen Kopfes Fall in Kauf. Wie er zum Werk sein Kleid in Blut getränkt, griff er zum Schwert und schlug im Feld sein Zelt auf. Jeder, der nun von diesem Plan erfuhr, dass einer löwenherzig Rache nehmen wolle, der stärkte ihn mit seelischer Entschlusskraft, damit ihm dieser Anschlag wohl gelinge. Sein wacher Geist, des Volkes Seelenkraft, sie gaben Stahl und Panzer seinem Leib. Und nun, nachdem er demutsvoll vom König der Stadt sich die Genehmigung erbeten, schlug er den Weg zu jener Festung ein, um seinen Plan dort weiter zu verfolgen. So kam er zu den Talismanen hin, tat einen Hieb und hauchte einen Zauber, zerschmetterte sogleich den Hexenspuk des ersten Talimans und löste seinen Bann. Von jedem Talisman, den er am Wege traf, ergriff die Zwinge er und warf sie in den Abgrund. Und als die Talismane er vom Berg entfernt, die Schwerter auf dem Schwert des Berges lassend, erforschte er die Pforte jener Festung, schlug eine Trommel an mit einem Riemen und prüfte ihren Schall entlang der Mauer, grub dann und stieß auf einen Graben, und als der Schall auf einen Spalt verwies, kam überm Spalt die Pforte bald zum Vorschein. Als dies geschehen sie bemerkte, sandte der Mond aus dem Palast ihm solche Botschaft: Du Spaltbewältiger und Wegeöffner, dein Glück weist dich zu deinem Wunschziel hin. Da du die Talismane nun entschärft und die Tür der Schatzkammer gefunden hast, wende dein Haupt und eile hin zur Stadt. Gedulde dich 2 Tage, so du kannst, bis ich zum Hofe meines Vaters komme und dich noch besser auf die Probe stelle. Ich frage dich nach 4 verborgenen Dingen. Weißt die geheime Antwort du zu sagen, dann bist du bald in Liebe mir geeint und die Verbindung kommt zustande ohne Einspruch. Ja, vielen Dank, Helge. Also es geht dann noch so weiter, aber am Ende gibt es ein fast glückliches Ende. Wie gesagt, dieses Motiv der Rätselprinzessin, wie man das in der Märchenforschung sagt, also dass eine Prinzessin den Bewerbern Rätsel aufgibt, ist ein altes weltliterarisches Motiv, das Nesami auch nicht erfunden hat, aber das dann auf verschiedenen anderen Wegen nach Europa kam, und so gab es wohl ein Drama von Gozzi, also einem italienischen Dramatiker. Das wurde im 18. Jahrhundert übersetzt und
Schiller lernte das kennen und hat auf der Vorlage der deutschen Übersetzung, ohne das italienische Original zu kennen, ein Drama geschrieben, wo genau diese Geschichte nacherzählt wird. Da war die Prinzessin keine Russin wie bei Nizami, sondern eine Chinesin, aber der Plot ist derselbe. Und das Lustige ist, dass diese Geschichte, dieses Drama dann auch aufgeführt wurde. Und um das sozusagen das gesellschaftliche Ereignis lebendiger zu machen, haben dann Goethe und Schiller gemeinsam sich für jede Aufführung immer neue Rätsel ausgedacht. Also dass die Zuschauer nicht den nächsten Zuschauern weitersagen, wie die Auflösung der Rätsel geht. Also man hat so ein bisschen ein Spiel daraus gemacht. Das Ganze ist insofern interessant, als tatsächlich Schiller Nizami nicht kannte. Ja, also Goethe kannte ihn, aber das lag daran, dass Schiller viel früher gestorben ist. 30 Jahre früher. Ne? Und damals die Werke von Hammer Purgstall, der das bekannt gemacht hat in Europa, nicht vorlagen. Ich hatte Ihnen eben erzählt, dass ich einmal in Aserbaidschan war und auch an diesem Nizami-Denkmal. Und der Anlass war tatsächlich zu versuchen, ob es eine Verbindung gibt zwischen Nizami und Schiller. Ich glaube, das hatten sich die Aserbaidschaner ausgedacht. Ihnen war aber nicht klar, also sie kannten Schiller auch, weil Schiller natürlich gerade in der DDR oder im Kommunismus war ein sehr bekannter Autor. Wir lesen nicht mehr so richtig viel Schiller, aber er hat natürlich politisch eine große Bedeutung gehabt. Und deswegen kannten die Aserbaidschaner den. Und sie wussten, dass Schiller dieses Turandot-Drama, also diese Rätselprinzessin, nachgedichtet hat. Und haben gedacht, wir machen jetzt eine Veranstaltung zu Nizami und Schiller. Und ich stand dann vor der unangenehmen Aufgabe, eine Verbindung von Nizami zu Schiller zu ziehen, wobei Schiller Nizami leider gar nicht kannte. Es geht aber trotzdem, denn also wenn man ein bisschen nachdenkt, das ist ja das Tolle, das ist so eines von diesen Rätseln wahrscheinlich, die eine Rätselprinzessin aufgibt. Beide haben ja starke Frauenfiguren, auch Protagonistinnen, die Frauen sind. Beiden geht es vor allen Dingen auch um die Freiheit. Ja? Und dann sind die Unterschiede sehr interessant. Wenn man beide nämlich gegeneinander legt, dann ist natürlich die Freiheit, um die es Schiller geht, ist eine politische Freiheit zum einen und zum anderen natürlich auch, würde ich sagen, eine soziale Freiheit. Also dass das Individuum frei wählen kann, welches Schicksal es wahrnimmt. Und auch bei Nizami geht es um die Freiheit. Auch bei Nizami geht es um Individuen, die eine bestimmte zwanghafte Situation erleiden. Aber es ist trotzdem ein ganz anderer Freiheitsbegriff. Es ist bei Nizami ein metaphysischer Freiheitsbegriff. Es ist ein Freiheitsbegriff, der sich in der Welt nicht verwirklichen lässt. Das ist der große Unterschied zu Schiller. Und das ist vielleicht auch der große Unterschied zu einer modernen Literatur, Weltanschauung, die sozusagen darauf abhebt, was können wir in der Welt an unserer Situation so ändern, dass wir freier werden, ja, dass wir eine Freiheit erlangen, individuell und politisch, während es bei Nizami darum gar nicht ging. Es ging nicht darum, in der Welt eine Freiheit zu erlangen, denn viele seiner Protagonisten sind absolute Herrscher. Alexander zum Beispiel oder dieser Bahram Gur, der den Prinzessin lauscht, wenn sie unter den sieben Kuppeln stehen. Das sind schon Herrscher, ihre persönliche Freiheit ist klar, sie haben sie. Sie können im Grunde machen, was sie wollen, aber sie merken, dass sie am Ende daran scheitern. Dass sozusagen die absolute Freiheit, das Streben nach dem Absoluten, was wir auch bei Schiller haben, dass dieses gar nicht erfüllt werden kann. Und sie kommen zu der Einsicht, dass die größere Freiheit eigentlich darin besteht, auf diese weltliche, absolute Freiheit, auf die Verwirklichung des Ichs oder der eigenen Macht zu verzichten. Dann hat man wahre Freiheit. Das ist dann eine metaphysische Freiheit, ja, die einen unabhängig macht von den Gegebenheiten der Welt. Während Schiller, wie gesagt, ganz sozusagen in der Nachfolge der Französischen Revolution und der Aufklärung diese persönliche und individuelle und politische Freiheit Freiheit predigt. Und das nebeneinander zu halten, ist sehr, sehr interessant. Und das ist im Grunde auch das, was wir, weil wir sind ja mit dieser modernen Literatur sozialisiert. Das ist das, was wir kennen. Das ist auch das, was wir in der Regel persönlich leben. Wir sind ja keine
keine Asketen, die dann sozusagen möglichst auf den Verzicht abheben, sondern wir wollen ein schönes Leben haben, vielleicht auch ein freies Leben. Das ist sozusagen die Reibungsfläche oder der, die Kontrastfolie, die wir erleben, wenn wir Nesami lesen. Aber ich behaupte, wir haben einen Bezug dazu. Also wir können, das, was Nesami uns erzählt, ist anschlussfähig an das, was wir haben. Und es ist gerade dieser Kontrast, der es besonders wertvoll macht und besonders empfehlenswert, Nesami zu lesen. Zum Abschluss, wir sind ja fast schon anderthalb Stunden dran, zum Abschluss lese ich Ihnen eine kleine Passage aus dem Alexanderbuch. Alexander soll einen Spiegel gemacht haben, der sogenannte Weltenspiegel, worin er alles sehen konnte. Nicht nur sich selber, sondern alle Welt, alle Geheimnisse der Welt. Es war sozusagen wie so eine Zauberkugel, wo man reinguckt und alles sehen kann. Das war der Weltenspiegel von Alexander. Und es gibt von diesem Weltenspiegel zwei Fassungen. Also Nesami hat nur eine Fassung gemacht, aber in den Übersetzungen gibt es zwei. Eine ist von Rückert. Und da unsere Veranstaltung ja zu Ehren auch von Rückert gemacht ist, der eben viel von dieser Literatur übersetzt hat, auch Auszüge von Nesami, möchte ich Ihnen zuerst die Rückert-Nachdichtung vorlesen, die nämlich gereimt ist und relativ kompliziert. Ich versuche es verständlich zu lesen, aber ich würde mich wundern, wenn Sie alles reibungslos verstehen. Und dann lese ich Ihnen danach nochmal die Prosa-Fassung von Herrn Bürgel vor, damit man das auch versteht. Und vielleicht aber Rückert gibt dann doch mehr einen Eindruck davon, wie es für Iraner wohl ist, diesen komplexen und gleichzeitig hochpoetischen Text von Nesami zu lesen. Wie Sikender, also Sikender ist dann diese orientalisierte Fassung von Alexander. Wie Sikender den Spiegel macht. Wenn hell der Tag ist von des Morgens Licht, kommt jedem Herzen gute Zuversicht. Auf Gutes stellt der Mensch den Bau des Mutes und von dem guten Glücke hofft er Gutes. Im Gau des Glückssterns hebt er froh die Stirne und fragt um gutes Glück die Glücksgestirne. In böser Zeit verliere nicht den Mut, denn dunkle Wolke regnet helle Flut. Das Tor der Hilfe schließe dir nicht eilsam, denn manche bittere Arznei ist heilsam. Im Zug des Atems ist der Hoffnung Hauch, der selbst, der alles gibt, gibt Hoffnung auch. O falte nicht in Unmut deine Braue, im Spiegel des Vertrauens dein Antlitz schaue. Der hier des griechischen Teppichs farbigen Spiegel entfaltet, drückt so auf den Saum das Siegel, das, wie Sikender nun Weltschlüssel war, aus seinem Schwerte ward ein Spiegel klar. Die Braut der Welt von ihrem Schmuck umfangen, sie fasste nach dem Spiegel ein Verlangen. Es war kein Spiegel noch vor ihm erdacht, durch seinen Rat ward er zustand gebracht. Wie man zuerst entwarf des Spiegels Plan, ward Gold und Silber in die Form getan. Wie man es schmolz, geriet die Absicht schlecht. Man sah darin sein eigenes Bild nicht recht. Man machte drauf mit jedem Stoffe Proben und keiner gab ein Bild, das war zu loben. Bis man zuletzt des Strahles Guss gewählt, da war dem Stoffe das Gebild vermählt. Wie Ressam ihn, Ressam ist ein Künstlername in dem Fall, wie Ressam ihn der Künstler ausstaffiert, mit dem Polierstein seinen Glanz poliert, der Meisterbildner sah darin und sah, wie jedes Bild in seiner Art stand da. Man machte Spiegel erst in jeder Form und keiner gab das Bild in rechter Norm. Der breite Spiegel machte breit die Wangen, verlängert ward die Stirne von dem langen. Viereckig zeigt er ein verkehrt Gesicht, sechseckig gab er auch das Rechte nicht. Bis man zuletzt die Rundgestalt gefunden, da war sofort ein jeder Fehl verschwunden. Wie man nach jeder Seite ihn wendet hin, gab er dasselbe Bild, so ließ man ihn. In diesem Maß aus hart gehörntem Stahl entzündete der Schar den hohen Strahl. Als diesen Anblick sah der Strahl der Schnöde, ward sanfte Milde seines Sinnes spröde. Sikender sah zuerst darein von allen,
da hat ein Glanz am anderen wohlgefallen. Wie sich zu sehen der Schar die Freud empfand, drückt einen Kuss er auf des Spiegels Wand. Wo eine Braut zu dem Geschäft sich neiget, den Spiegel küsse sie, der ihr sie zeiget. Du, wenn du in den Spiegel blickest auch, versäume du nicht den Zikenderbrauch. Gib, schenkt das Glas, das Spiegel ist bei Festen. Des Glases Ort ist in der Hand am besten. Wie dieses Glas mich macht, Chosrauen gleich, also der Held von Chosra und Schirin, sehe ich im hellen Glas das Weltenreich. Also sehr verkompliziert. Und wenn wir das in Prosa lesen, dann hört sich das in etwa so an. Als Alexander zum Schlüssel der Welt geworden war, begann sein Schwert wie ein Spiegel zu blinken. Und die Welt bedurfte wie eine Braut dieses Spiegels, als sie sich für die Entschleierung schmückte. Spiegel waren vor Alexander unbekannt und wurden erstmals auf seine Weisung hin hergestellt. Der erste Versuch misslang. Man goss geschmolzenes Silber und Gold in eine Form und brachte das Gussstück auf Hochglanz. Doch das eigene Abbild erblickte man nicht. Nun folgten Versuche mit allen anderen Metallen. Jedes zeigte verzerrte Bilder. Und erst als Eisen zur Anwendung kam, prägte sich der Substanz das Bild ein. Der Schmied, der ihn herstellte, wurde, indem er das Eisen polierte, gleichsam zum Maler, den das Wesen der Dinge entzückt, und erblickte, als das Metall erglänzte, darin alle Gestalten, so wie sie sind. Zunächst ergaben sich im Spiegel alle möglichen Formen, wobei jedoch kein wahres Abbild entstand. War er breit, dehnte er das Gesicht in die Breite. Schuf man ihn länglich, zog er die Stirn in die Länge. Viereckig zeigte er ein zur Wirklichkeit verqueres, sechseckig ein sie entstellendes Abbild. Erst als man die Form rund wählte, entstand ein Bild, das keine Verzerrung mehr trübte. Wo immer man ihn aufstellte, die Wiedergabe war überall gleich gut, und so beließ man ihn. Mit solcher Technik also entlockte der König dem undurchsichtigen Metall den hellen Widerschein. Du aber kannst, wenn du in diesen Spiegel blickst, dir das Verhalten Alexanders nun zum Vorbild nehmen. Weil man dem Eisen zu seinem harten Rücken ein rundes Gesicht gab, verwandelte sich seine grobe Natur in Feinheit. Und weil Alexander als erster hineinblickte, ging etwas von seinem Wesen in das Wesen des Spiegels ein. Froh darüber, sein eigenes Antlitz zu erblicken, küsste er den Rücken des Spiegels. Und jede Braut, die diesen Brauch befolgt, macht dem Spiegel ein Brautgeschenk, indem sie ihn küsst. Also Alexander. Mit anderen Worten, wenn Sie morgen früh oder vielleicht heute Abend schon in den Spiegel schauen, denken Sie an Alexander. Vielen Dank. Ja, wir wollen noch was auf Farsi lesen. Ja. Das haben wir ja ganz verpasst. Sie hätten mich ermahnen müssen. Bitte, das möchten wir unbedingt noch. Jetzt, ja. Unbedingt. Wir hören jetzt einen Auszug aus Die sieben Prinzessinnen, also praktisch eine Passage kurz vor dem Stück, was wir gehört haben über diese Turandot-Prinzessin. Ja? Also das ist, da kriegen Sie mal ein bisschen Eindruck von dem persischen Klang. نشستن بهرام روز سه‌شنبه در گنبد سرخ و حکایت کردن دختر پادشاه اقلیم چهارم. روزی از روزهای دیماهی، چون شب تیر مه به کوتاهی، از دیگر روز هفته آن به بود، ناف هفته مگر سه‌شنبه بود. روز بهرام و رنگ بهرامی، شاه با هر دو کرده هم نامی، سرخ در سرخ زیوری برساخت، صبحگه سوی سرخ گنبد تاخت. بانوی سرخ روی سقلابی، آن به رنگ آتشی به لطف آبی، به پرستاریش
میان در بست خوش بود ماه آفتاب پرست شب چو منجوق برکشید بلند تاق خورشید را درید پرند شاه از آن سرخ سیب شهدآمیز خواست افسانه‌ای نشاط‌انگیز نازنین سر نتافت از رایش در فشاند از عقیق در پایش کی فلک آستان درگه تو قرص خورشید ماه خرگه تو برتر از هر دوری که بتوان سفت بهتر از هر سخن که بتوان گفت کس به گردت رسید نتواند کور باد آن که دید نتواند چون دعایی چنین به پایان برد لعل کان را به کان لعل سپرد Ja, vielen Dank. Das war noch ganz toll und ganz wichtig. Und das machen wir beim nächsten Mal auch wieder so. Ja. Also, ich möchte mich bei allen Vorlesenden und Lesenden, ach so, ja, Stefan, ganz herzlich bedanken. Es war einfach ein hochinteressanter Abend. Und danke Ihnen. Und ich hoffe, wir werden weiter viele gute Texte hören und von Herrn Waldner moderiert, von Helge Heinold gelesen und so weiter. Und vielen, vielen Dank der Keusch-Stiftung.